So, fangen wir erstmal mit dem Zimmer an. Aber erstmal, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge House Flippers. Wie ich auch schon gesehen habe, allgemein gibt es hier nicht allzu viel zu tun, wie in dem letzten Winterhaus. Deswegen denke ich mal, es wird angenehm schnell durch sein. Fand so der rote gefällt mir. Ah, ist Wandschmuck. Hier, dahin. Dahin. Und dahin. Und natürlich anmachen. Sonst wäre es ja nicht schön. So, was haben wir jetzt hier? Dann nehmen wir wieder unsere weißen mit Silberschleife und grünen Kugeln. Das gefällt mir. Da einmal hin. Diese Glocken wollte aber die aus dem letzten Haus nicht haben, ne? So, einmal links neben dem Fernseher und rechts neben dem Fernseher. Ist nur mit dem Weihnachtsbaum hin. Ich glaube, wir müssen da echt einen kleinen Weihnachtsbaum nehmen. Dann kommen jetzt einmal die Geschenke. Da auch noch mal blauer Streifen, rote Kiste. Schön unterm Weihnachtsbaum. Einen Nussknacker. Zur Weihnachtszeit muss man ja auch nicht unbedingt Fernsehen gucken, ne? So. Eine Schneekugel da noch drauf. Da oben auf. Dann haben wir noch dreimal Weihnachtsblume. Und auf die Fensterbank ist es möglich. Komm her, da. Ja, so. Dann haben wir noch einmal den Mistelzweig. Der gehört auch, wenn man aus der Küche kommt oder aus dem Schlafzimmer, drunter. Die Lichterketten machen wir in Gelb. Schmücken wir einfach dahin. Machen wir dann in diesem Blau. Und dahin. Dahin. Und dahin. Oh, komm her. Und
Komm her. Dann bleibt nur noch das Schlafzimmer hier. So, es muss noch montiert werden. Jetzt machen wir mal gelbe Kugeln und rote Schleife. Auch über die Tür. Glöckchen. Machen wir einmal links und rechts übers Bett. Big Star in Rot. Daneben. Daneben. Vier gelbe dazwischen, geht das? Ja, komm. Komm. Komm, habe ich gesagt. So, hier haben wir noch was zu kaufen. Mal so eine Blume. Stellen wir hier drauf. Sonst haben wir alles. Alle Aufgaben wurden erfüllt. 100% des Auftrages fertig. Ja, war doch ganz angenehm. Dann haben wir nur noch drei Sachen. Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovierung habe. Hallöchen. Ich habe ein großes Häuschen erworben. Nur was muss es grundlegend renoviert werden. Leider hat mich mein Mann verlassen. Die Kinder habe ich auch enterbt. Und ich selber habe keine Ahnung von Renovierungsarbeiten oder gar aufräumen. Ich werde vielleicht das Haus weiterverkaufen, möchte aber ein wenig daran verdienen. Weswegen in einem Top-Zustand sein muss. Räumen Sie bitte alles auf, streichen Sie die Wände. Eine schöne helle Farbe, wobei der Flur in einem Orange strahlen sollte. Tauschen Sie die Toiletten aus und denken Sie bitte an die Heizkörper in jedem Raum. Viele Grüße für die Drecksarbeit. Danke, danke. Dann... Ich sag's ja, vielen Dank für die Drecksarbeit. Das hat sie am Ende noch hingeschrieben. Muss ich natürlich ausblenden, weil... Oh man, hier sitzen wir doch auch wieder zwei Folgen dran. Kann das sein, dass wir die ganzen Wände verspachteln müssen? Oder ist das einfach nur streichen? Ich hoffe mal, dass es einfach nur streichen ist. So, komm, saugen. Komm.
Reicht das eigentlich schon? Okay, da steht zumindest Kakerlakennest zerstört. Oh, schön, wir können sauber machen ohne diesen komischen Geräusch. Nein! Okay, egal. Machen wir mal alles sauber hier. Da ist noch Dreck, ja. Okay, zumindest sieht es jetzt nicht so kaputt aus. Da ich sagen würde, dass es doch gespachtelt werden muss, kann man, glaube ich, alles überstreichen. So. Einfach erstmal alles sauber machen. Dann streichen, streichen, Fenster sauber machen. Das ist natürlich immer so den Anfang, den man macht. Ja, einfach erstmal alles sauber machen. Und aber auch, ja, den Müll entfernen. Ist doch sauber machen. Ja, ich weiß. Ich habe mit und aber auch angefangen, deswegen. Nö. Auch nicht. Auch nicht. Okay, aber was wird denn hiermit? So, ich sollte jetzt nur eine Glühbirne auswechseln oder was? Nee, alle. Oh mein Gott. Warum geht das nicht in einem Flow? Okay, das haben wir aber. Hier haben wir noch Dreck. Und dann ist hier der Dreck weg. Oh Mann, 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 Mann. Wieso ist alles so dreckig? Okay, der Rest ist nur Montierarbeit. Aber doch, einige Sachen müssen auf jeden Fall verspachtelt werden. So, der Müll weg. Dann haben wir hier jetzt eigentlich auch alles, ne? Und die Scheibe. Wenn ich alleine wirklich denke, man kriegt so viel Geld wie hier. Fürs Müll wegräumen. Ich würde den Job nehmen. Wir haben jetzt einmal gleich schon 7.000 verdient. Einfach nur den Müll wegmachen. Sachen putzen. Ja. Und die Scheibe auch noch. So, was haben wir daran verdient? Wir haben 7.100, okay.
Ah, wir haben noch eine Steckdose zu reparieren. Dahinter, oder? Ich hasse es immer, wenn man Sachen wegstellen muss. So, da ich jetzt weiß, dass es so funktioniert, ist das angenehm. Stellen wir dann einmal zurück. Dann kommt jetzt hier noch einmal die Heizung. So, hier in dem Raum, da sehe ich, da muss eine Toilette hin. Da machen wir doch eine moderne. Muss sogar gar nicht viel gemacht werden, guck mal. Kann man die auch abspülen eigentlich, die Toiletten? Anscheinend nicht. Ne, hier muss ich ja erstmal aufdrehen. Für Waschmaschine. Ah, das war Fliesen. Nee, das kommt jetzt hier dran. Nein, ich will kaputt machen. Hallo. Nein. Verbesserungen. Haben wir hier noch verhandeln können. 15% obendrauf. Ergibung von. Dann haben wir das erste sogar fertig. Brauchen wir noch einiges. Und das dauert natürlich auch noch. So. Aufgabe. Heizung. Die machen wir doch jetzt fertig. Und eine Waschmaschine. Er kriegt eine ganz Effe, weil ja, so viel Wäsche muss er hier nicht machen. Oder sie zumindest. Und die will es doch eh verkaufen. Sollen die Neuen sich doch mit einer schlechten Waschmaschine zufrieden geben? So, den Anschluss rein. Den Anschluss rein, habe ich gesagt. Festdrehen. Aufdrehen und ready, steady, go. Hier haben wir dann noch Bodenfliesen. Diese Keramik grün. Ach, die. Da machen wir jetzt so. Da wo natürlich auch alles hier duschenmäßig ist, machen wir dann diesen Keramik grün. Ich hoffe, ich komme überall dran. Mach mal eine Dusche auf oder. Ah, komm. Hallo. Mann, hallo. Danke.
Ey, ich hasse sowas, ne? Geh doch da jetzt dran. Danke. Ey, ich möchte mich nicht aufregen. Bin jemand, der sich sehr schnell aufregt. So. Dann holen wir noch mal ein paar. So. Das dann auch hier unten. Und erlaubt er mir, das ganze Bad so zu machen? Wäre natürlich sehr angenehm. So. Wir kommen langsam hier zum Endspurt. Wie die Tour de France. Langsam zum Endspurt. Die letzte Zielgerade. Ich hoffe, der beschwert sich echt nicht, dass alles nur an einer Fliese ist. Nö. Guck mal. Lässt er durchgehen. Dann haben wir nämlich diesen Raum hier komplett fertig. Machen wir hier einmal weiter. Heizung. Und noch streichen. Samtweicher Pfirsich. Okay, verstehe. Aber ich finde trotzdem, man hat echt wenig Farbe. Also klar, es ist realistisch, dass man halt mit einem Ding, also es ist schon unrealistisch, dass man so viel hier streichen kann. Ich meine, spieltechnisch nervt das schon ein bisschen. So, aber solange sie nicht möchte, dass wir irgendwelche Möbel kaufen, ist das ja noch in Ordnung. Alles reparieren und streichen ist eben schnell gemacht. Haben wir auch, glaube ich, schon die Hälfte erreicht. Oh, sogar schon mehr. Schon 60%. Hier einfach, weil ich es direkt auch schon schöner finde. Machen wir die Innenräume auch orange, weil, wie gesagt, dieses Grün, das passt dann doch nicht so gut danach. Und ja.
Dann haben wir das Zimmer fertig. So. Und wir haben ja auch gerade mal 25 Minuten. Das heißt, wir können ja direkt hier weitermachen. Erstmal montieren wir hier die Heizung. Die Heizunge. Okay, einfach einmal alles drauf. Dem ganz normalen Weißstreichen. Es sieht nicht schlecht aus, das muss ich sagen. Ich finde, das sieht gut aus. Du. Der Auftrag ist noch nicht fertig. Auch wenn du schon zufrieden bist, auch wenn ich das so nicht weiterverkaufen würde, sagt man das so? Ich würde das so nicht weiterverkaufen. Ja, das ist, glaube ich, das grammatikalisch Richtige. Dann haben wir dieses Zimmer gleich auch fertig. Und ich würde sagen, ein Zimmer machen wir dann noch. Direkt hier das nebenan. Und dann. Und dann ist die Folge leider auch schon wieder vorbei. Mittlerweile dann schon Folge 15, ne? Finde ich schon krass, dass wir schon. Also, ich habe gedacht, okay, das ist so ein Projekt, dass ich vielleicht so 5 bis 10 Folgen mache. Aber wir werden die 20 noch erreichen. Vielleicht auch noch ein bisschen drüber, einfach. Weil wir noch am Ende als Abschluss ein Haus nochmal machen wollen und verkaufen wollen. Ja, welches Haus das ist, das verrate ich euch natürlich noch nicht. Da müsst ihr natürlich ein bisschen warten. Aber wenn ihr diese Folgen hier nachschaut, dann habt ihr es ja eh schon, denke ich mal, auf dem Thumbnail von der Folge, wo wir halt das Haus kaufen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, welche Folge das ist. Ich weiß ja nicht, wie lang noch die nächsten Missionen sein werden. So, es sind zwar jetzt mit dem, glaube ich, noch zwei Jumps. Einmal irgendwas mit Kindergarten und einmal was mit Sauna. Aber ja, lässt sich jetzt sehen, was dann zukünftig macht. Also, wenn wir jetzt 15 sind, kriegen hier nicht die Quest ganz hin. Dann sagen wir mal,
Kindergarten 16 und Anfang 17, das andere 17 und Anfang 18. Dann denke ich entweder Ende 18 oder Anfang 19. Also Folge 19 werden wir dann das letzte Haus kaufen. Ich gehe dann mal wieder mit den 3-4 Folgen aus, wie wir für das Haus brauchen. Dann denke ich mal maximal 25 Folgen für das Projekt hier haben. Ist aber eine ganz angenehme Zahl, würde ich sagen. Jetzt hängt das wieder, la la la. Hallo, also danke. Farbe schon wieder leer. So, kommen wir mit dem Job allein schon 17.000 verdient. Würde ich nicht nein zu sagen, ne? Also. Und jetzt kommt noch in der nächsten Folge Flur streichen, Büro streichen. Denke ich, kriegen wir hin. Ja, Leute, dann, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt es mir einmal mit einem Daumen hoch. Schreibt auch fleißig was in die Kommentare. Und dann geht es natürlich in der nächsten Folge weiter, wenn wir dieses Haus hier abschließen in Haus Flippers. Ja, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.